So, und dann herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Crossout. Ja, wie ihr seht, ich bin grün unterwegs. Ich habe ein neues Fahrzeug gebaut. Es ist nicht besonders schön, aber selten dafür. Es ist dafür wirklich selten. So, wie ist es denn aufgebaut? Wir haben, ich zeige euch das mal, hier hinten ein Radar. Oh, da habe ich schon rausgeschossen, das wollte ich gar nicht. So, dann haben wir hier unseren Jumping Jack Flash oder wie auch immer das Ding heißen mag. Da fällt mir eigentlich, ich könnte das noch ein bisschen umbauen, egal. So, und der aufmerksame Zuschauer mag sich gerade fragen, womit zum Teufel schießt denn der da? Achso, wir haben übrigens auch so hier Nahkampfstachel. Ich schieße in der Hauptsache mit dem Ding hier. Mit diesem Teil. Das hier. Und es ist großartig. So viel kann ich euch verraten. Denn. Denn es ist. Tadadada, die 20 mm Autokanone. Richtig. Das ist genau das Teil, wo ich gesagt habe. Das. Ne, Moment. Das will ich haben. Wo ist es denn? War das die? Oder nicht? Ich bin gerade verwirrt. Ich dachte, das wäre die gewesen. Oder war die hier irgendwo? Nee, hier war die nicht. Egal, auf jeden Fall war es das Ding, was ich sagte, dass ich haben möchte. Und das kam einfach mit dem ja, mit dem Level Up. Also mit hier beim Quatsch. Hier, wenn wir reingucken, was hier dabei? Einfach so. Quasi nur dafür, dass ich Level 6 werde. Genauso halt eben wie diese Hatchets. Ja. Und mir fällt gerade ein, ihr habt da einen rechten Schmarrn zusammenbaut. Weil. Es muss ja nicht sein, dass das so. Na, so, zack. So. Die Frage ist nur, wie machen wir es richtig? So, oder? Das schaut auch gut, ganz gut aus. Da können wir dann auch noch, wie viel haben wir denn? Also Energie werden wir wahrscheinlich eh keine mehr haben. Genau, Energie haben wir keine mehr, aber wir können noch drei Teile setzen. Frage ist nur, brauchen wir diese drei Teile? Oder ist es uns wurscht? Es könnte uns auch einfach wurscht sein. Das Ding kommt hier im Wesentlichen rüber. Das Ding ist hässlich wie die Nacht finster. Das alles ist aber nicht gerade neu. Wir lassen einfach die drei Teile. Sind damit 1806 vom Powerscore her. Ich habe keine Ahnung, wo die Grenzen sind, also die Zuteilungsgrenzen. Wo man sagt, okay, so und so viel bist du das und so und so viel und so weiter und so fort, weiß ich nicht. Werden es herausfinden. Ein bisschen fleißig war ich heute schon. Ich habe hier zwei Easy Sieges schon gemacht. Eigentlich hatte ich die auch aufgenommen, aber die Aufnahme war so dermaßen bescheiden. Also, ihr hättet euch einfach auch Bilder anschauen können. Das wäre vielleicht unterhaltsamer gewesen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, es hat geruckelt wie die Nacht. Wie die Sau. Geruckelt wie die Nacht? Was? Heute ist ein komischer Tag, ich sag's euch. Deswegen machen wir ganz normal PvP-Missionen. Und zwar jetzt. Was machen wir denn? Was wollen wir denn? Wir wollen. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, wir machen Get the Cannon. So. Und wir warten. Und gleich geht's los. Eigentlich in 10 Sekunden. Ja, was gibt es Neues? Es hat wohl ein Update gegeben. Ich weiß aber nicht genau, was die da reingepackt haben oder nicht reingepackt haben. Also einen hätte ich auch mal gern, was der Joseph hier hat, aber Joseph ist ja auch ein Bot. Ich habe nur gesehen, als ich es gestartet habe, dass halt eben aktualisiert worden ist. Was allerdings da genau reingekommen ist, ich weiß es nicht. Ich konnte es nicht rausfinden und mir hat auch ein bisschen die Muse gefehlt, muss ich gestehen. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wo wir im Ranking angesiedelt sind. Ah, wir werden es eh sehen. Früher oder später, lässt sich nicht vermeiden.
Ich könnte noch ein Radio reinbauen, fällt mir gerade auf. Das kostet auch keine Energie, sondern nur Teile. Ein Stürmchen. Wupp. So, zack. Der Immortal Boy. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Was mache ich denn da? Ich glaube, wir können uns... Wir können guten Gewissens behaupten, schon mal besser gewesen zu sein. Vor allem, wenn wir hier Kollegen haben, die einfach in der Gegend rumstehen. Danke. Das hat er jetzt verdient. Der nicht. Aber der sah spektakulär aus dafür. Der gefällt mir auch. Ich glaube, ich baue mir hier für PvP wieder so einen hier zusammen. Uiuiui. Das ist nur die Frage, ob mit leichten Maschinengewehren oder mit dem schweren Ding. Ja. Ich glaube, das gewinnen wir nicht mehr. Habe ich so einen spontanen Eindruck. Gut, da können wir eigentlich auch direkt in die Garage. Okay, wenn dann nicht. Ja, das ist sehr schön. Es wäre so egal gewesen. So, wir haben... Moment, wir können... wo war das? Ich habe nämlich herausgefunden, wir können auch... Ah, hier. Genau, hier können wir laden. Da habe ich auch schon was... Ich habe da mal was vorbereitet. So, den machen wir mal. Ja, ja. Das ist okay. Ich hätte den anderen speichern sollen. Der war eigentlich nicht schlecht. Egal. Lass uns den mal kurz anschauen. Gut, der ist... von Teilen her. Da kriegen wir mehr unter und tollere Sachen. Das hier ist egal. Das tut überhaupt nichts. Genau, da ist das Radio. So. So, das schaut doch schon mal ganz nett aus. Dann haben wir noch 4 Teile frei. Definitiv kein Platz für die... Das braucht die hier Energie. Die braucht 5 Punkte Energie. Das heißt... 2, 4... Ja, das ist ja Unfug. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. So. Dann machen wir das doch lieber so. Das ergibt auch keinen Sinn. Schaut aber wenigstens irgendwie hübsch aus. So, das kommt hier nach hinten. Nein, was mache ich denn? Mann, Mann, Mann. Wo ist? Da ist. Ein bisschen rumrammeln wird ja wohl sein. So, schaut auch schön aus. So, ich habe... Ja, ich habe alles ausgenutzt, was ich ausnutzen kann. Ob ich den Radar brauche, das sei dahingestellt. Den sollten wir noch grün machen. Einfach, weil wir es können. Andere Farben gibt es auch, die sind auch bestimmt sehr, sehr hübsch. Habe ich nur nicht. So. Haben wir jetzt hier alles erwischt? Ja, wenn nicht, haben wir jetzt Pech gehabt. Das muss jetzt reichen. So. Und das Ding hier.
Ach so, das ist. Ah, okay, alles klar. Nee, dann haben wir alles. Außer halt das, was da unten drunter ist. Aber das brauchen wir eh nicht. Ich finde, wir speichern den. Und zwar statt dem. Wie nennen wir ihn? WTF? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Schade, es geht nicht. 2. Yes. Ja. Gefällt mir eigentlich sogar ganz gut. Und dann battlen wir uns gleich mal. Und zwar getten wir die Cannon. Auf geht's. 10 Minuten sind schon wieder vorbei. Bloß weil wir ein bisschen rumbauen wollten. Ja, wobei, wir haben uns ja erfolgreich sinnlos angestellt. Okay, wir haben ja auch ein paar. Muss mal gucken. Mir wurde ja auch gesagt hier, ich soll auf gar keinen Fall weitermachen, weil da ein paar Kollegen mitspielen wollten. Ja, ich bis jetzt auch nicht getroffen. Befreundet zwar, theoretisch. Bei Run habe ich jetzt gar nicht geschaut. Übrigens, die OBS-Aufnahme schaut ganz gut aus diesmal. Deswegen gehe ich mal spontan davon aus, dass das auch passt. Auf denn also. Ja, ich habe übrigens festgestellt, ich habe mich ja beschwert, in Anführungszeichen, dass mein PC jetzt nicht so ganz optimal ausgelegt ist. Das liegt unter anderem daran, dass ich diesen Rechner von meinem Chef geschenkt bekommen habe. Ja, ich habe einen sehr großzügigen Chef und ich mag den sehr gerne und ich werde ihn nicht hergeben. Und ich werde vor allem auch nicht verraten, wie er heißt. Nun, der langen Rede wenig Sinn. In diesem Rechner, das ist jetzt, man darf das jetzt bitte nicht falsch verstehen, das ist keine Beschwerde. Es ist halt einfach ein Athlon eingebaut und ein AMD 4-Kerner aus der A10-Serie, der 5800er, der halt einfach, ja, der ist halt einfach alt. Der hat halt einfach nicht mehr die Performance. Und die Bulldozer-Serie war halt einfach nie gut. Das muss man leider auch sagen. Der Rechner, den ich hier habe, der war aber auch nur zum Spielen gedacht. Auch das sei vielleicht verraten, sondern es war, ist eigentlich eine Workstation und dafür ist der eigentlich optimal ausgestattet. Ja, er fällt runter. Nein, verdammt. Auf jeden Fall dürfte eventuell die Tage demnächst, ich weiß es noch nicht genau, ich habe noch nicht bestellt, kriege ich ein neues Motherboard mit einer neuen CPU. Und ja, wenn das da ist, dann könnte das Ganze ein bisschen besser werden. Es wird dann aller Voraussicht nach ein FX 9590. Ja, ich gönne mir was. Ja, ein bisschen muss ich noch warten. Also es, ich habe mir da schon mal was ausgeguckt. Es kann nur besser werden. Octa-Core statt Quad-Core ist schon mal. Aua, das klang fies. Sollte doch eine Verbesserung bringen. Die Grafikkarte von mir ist ja so schon mal nicht schlecht. Eieieiei. Tja. Das war nix. Das war nix. So, was wir noch. Oh. Was ich noch gar nicht ausprobiert habe. Nein. Das wollte ich drücken. Die hier. Die braucht 5 Punkte Energie. Ach, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ihr wisst, was ich jetzt mache. Ich mache. Pack hier nur die drauf. Das muss reichen. Und dann presche ich nicht ganz so weit vor. Dann läuft das schon. Und vielleicht schon jetzt einfach, dass wir hier irgendwie einfach ein Zeug kriegen.
Naja, auf jeden Fall, ich rüste auf. Mit anderen Worten. Und warum wieder AMD? Fanboy. Ich weiß, es gibt bessere Prozessoren, aber es ist, AMD ist wenigstens bezahlbar. Das muss man auch mal sagen, im Gegensatz zum i7. Und Unterschiede sind, mei, auf dem Papier, in der Hauptsache, seien wir doch ehrlich. Ich für meinen Teil bin nicht so ein Hardcore-Gamer und ich habe auch nicht den Anspruch, hoppala, dass das alles so perfekt sein muss und so weiter und so fort. Es soll funktionieren. Das ist für mich einfach wichtiger. Es soll funktionieren. Die Performance soll dabei natürlich leidlich gut, also es soll schon in Ordnung sein, mit dem Willen. Ich habe keinen Bock auf Scheiß-Performance. Aber, Performance ist nicht alles. Wie gesagt, es muss ja noch irgendwo bezahlbar sein. So. Wir haben immer noch keinen Kill. Müssen wir wieder mal ändern. Ja, indem wir ins Wasser fahren vor allem. So ändern wir das. Ich darf nur assistieren, ich darf keinen eigenen Kill machen. Das ist nicht nett. So, immer schön in Bewegung bleiben. Wir wissen ja nicht, wo sie herkommen. Schreit mich jetzt auch keiner an. Don't cap, don't cap. Das muss ich auch mal sagen. Also ich bin jetzt kein so ein großer Chatleser, aber wenn ich jetzt mir einfach mal World of Tanks im Vergleich anschaue, mein Gott, was ist das für ein Geflame da im Chat? Also hier, ihr seht es ja selber, es ist quasi ausgestorben. Ach, wie süß. Ach, wie nett bist du denn? Es ist quasi ausgestorben, der Chat. Und, good game. So. Und vor allem kein Geflame. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Was habe ich denn hier bekommen? Wires. Ha. Na gut. Geht gleich mal weiter. Was ich hier übrigens auch sehr angenehm finde, dieses lästige Reparieren fällt weg. Und neu ausrüsten. Es wird einfach, es geht einfach weiter. Das finde ich angenehm gestaltet. Ich meine, klar, man könnte sagen, ja, hier, und du müsstest reparieren, und da, tralala. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, ist das Reparieren auch gar nicht so sinnvoll. Also es ist tatsächlich sinnvoller, die Teile dann aber in einem gewissen Zustand sozusagen zu verschrotten und dann, ich wollte gerade sagen, neuwertige Teile draufzupacken. Naja, neuwertig, sofern man das überhaupt sagen kann. Hilfe, Hilfe. Wieder nur ein Assist, ein verdammter Assist. Ach, wie süß. Den kann man doch nicht angreifen. Der sieht aus wie hier der Pickup von MacGyver. Genau so sieht er aus. Uiuiui. Yeah, wir haben einen Kill.
Habe ich hinten überhaupt noch einen Reifen? Nein. Es ist gar nicht so leicht, wie man meinen möchte, mit nur zwei Reifen zu fahren. Gehörst du zu mir? Na komm. So, wir sind rum ums Eck. Das ist jetzt schon ein bisschen deprimierend. Seht ihr das? Eigentlich sollte ich lenken, aber ich tue es nicht. Der fährt. Der will sich nicht lenken lassen, der Hundling. Ich schätze mal, es liegt an diesem einen Dorn, der da noch so raushängt. Nein, 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 nein. So. Das geht echt gar nicht, ich sag's euch. Wenn hier an der Seite das Schutzblech hier, der Fender, weg wäre. Wie heißt denn das hier? Kotflügel. Der hintere Kotflügel. Warum auch immer Kotflügel? Das ist echt ein schwieriges Wort, wenn man es mal genau nimmt. Nein, 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 nein. Ah. Wer schießt denn da? Ich will auch schießen. Ja, aber wir haben gewonnen. Das ist doch die Hauptsache. Ah, den Carjack, den haben wir, kriegen wir ständig. Also mir gefällt das Auto. Aber ein bisschen optimieren können wir es. Ich finde hier diese Teile nicht so geil. Ich glaube, die möchte ich... Das Ups. Hoppala. Das möchte ich ein bisschen anders lösen. Und zwar... Ich weiß, es klingt blöd und es sieht vermutlich auch ziemlich blöde aus. Aha. Wie viel haben wir denn davon? Ah, gut. So. Dann haben wir noch. Habe ich überhaupt noch Platz? Oh ja, zwei Stück. Moment, das ist nicht das, was ich wollte. Das hier wollte ich. Es schaut auch nett aus irgendwie. So. Aber damit haben wir weniger wahrscheinlich als, oder? Schauen wir mal, ein Fender hat einen Powerscore von 17. Wir haben stattdessen angesetzt. Einmal Tin Cap. Und einmal, was war es noch? Hier so eine Tür. 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 Haben wir keine Tür? Ach, wir haben keine Tür mehr. Genau. Der hat 13. Heißt also im Umkehrschluss. Sehe ich das gerade richtig? Wir haben jetzt mehr als vorher? Ich hab nicht geguckt. Müssen wir fast mal gucken. Hm. Achso, ich habe keinen Platz mehr, ne? Außer wenn ich da hinten halt dann alles mit Tin Caps vollhau, das ist... Ja gut, aber auf der anderen Seite... Nee, das passt schon so. Wir machen Get the Shotgun. Damit wir einen Unterschied drin haben. Oh, ich mache Get the Shotgun und ihr schaut mir beim nächsten Mal zu. Bis dahin, ich wünsche euch was. Verzeih ich, Servus, habe die Ehre.